Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. So, wir haben in der letzten Folge jetzt zum Schluss hier diese komischen Lurker gesehen. Seltsamer Lurker. Ja, bin ich ja schon knapp dran. So, einmal so. Wir haben hier auch Lurkerhaut und Lurkerklauen. Okay, nichts Besonderes also. Tipp, tipp, tipp. Aber wie man weiß, Gegner mit speziellen Namen sind immer questrelevant. Deswegen, selbst wenn ich die Quest noch nicht habe, einfach mal mit in die Tasche stecken. So, zack. Und zack. Und zack. Aber die Truhen nehme ich natürlich mit. Ich finde es schön, dass einfach Truhen mitten in der Wildnis rumstehen. Das ist auf jeden Fall sehr sicher. So nicht. So nicht. So, da hinten ist auf jeden Fall noch einer und dann müssten das, glaube ich, alle gewesen sein. Ja. Da. Das ist wahrscheinlich der letzte. Blöp, blöp. Tada, Huf in Silden 6. Ich habe noch keinen Fuß in Silden gesetzt und habe schon einen Huf dort. Das finde ich toll. Das heißt, Jungs und Mädels, wenn ihr irgendwo hinkommt, einfach mal alle Lurker töten. Was geht mit dem ab? Oh, 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 oh. Das ist ein kommender Schamane? What the fuck? Ich habe voll vergessen, dass es die überhaupt gibt. Schlimmer. Was? Also in ein paar tausend Jahren, 100.000 Jahren sind die Goblins so vorangeschritten wie die Orks. Ich sag's euch. Und dann sind die Goblins die nächsten Bedrohungen hier in Korinus. Ja, der Anime Goblin Slayer hat uns vorgewarnt. Daher hatte er irgendwas Komisches mit dabei. Was ich jetzt dummerweise natürlich sofort weggeklickt habe. Der hatte irgendwas Komisches mit dabei. Was ist das? Zum Paket. Kiste. Aber was der da hatte, weiß ich nicht. Ich glaube, ein Dunkelpilz war das und noch irgendwas. Naja. Eine Metalltruhe. Tja. Ja, alles klar. So. Krankheit übertragen, Nebel. Das ist eigentlich auch ziemlich gemein, oder? Wenn man dann diese Krankheit hat, von Rippern und so. Und die dann einfach auf jemand anderen überträgt. Dann hat man sie nicht mehr und andere hat sie. Nicht sehr nett. Aber effektiv. So, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt um das Dorf herum tänzel, anstatt reinzugehen, aber. Ja. Mit Schwein. Mit dir. So, komm her. Ja. Aua. So, bam, bam, bam. Die Frage ist aber auch, ich habe das ja so angemacht, dass Fraktionsrüstung bei Feinden nicht gut angesehen sind. Habe ich dann Probleme, wenn ich mit der Ork-Rüstung zu den Assassinen gehe oder nach Nordmar? Gibt es dann da auch Probleme oder nur bedingt auch Rebellen? Das würde mich interessieren. Und bei den Rebellen ist mir das ja egal. Aber wenn ich dann Probleme in Nordmar habe und oder mit den Assassinen, dann wäre das doch ein Stück anstrengender, als ich ursprünglich gedacht habe. Lassen wir uns überraschen. So, Hier irgendwas Besonderes?
Den Teleportstein hier nach Silden wahrscheinlich. Ich guck mal eben. Ja, nach Silden. Geil. Brauche ich den so nicht suchen. Achso. Oh. Große Landschaft, geile Wasserfälle, geiler Berg. Ah, schön. Man muss eben aufpassen, wie läuft's? Was man so das Bewachen der Gefangenen ist entwürdigend. Ich würde lieber wieder in den Krieg ziehen und euch Maas bekämpfen, statt euch zu bewachen. Tja, blöd. Ich weiß, Mann. Huch. Ich weiß. Kann ich helfen? Das ganze Brennholz vom Gefangenenlager muss in die Mühle zu Gewäß gebracht werden. Das wäre eine Arbeit für dich, findest du nicht? Tja, wer dumme Fragen stellt. Würdest du lieber woanders Wache schieben? Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt. Die Stadt ist ehrenvoller als diese Arbeit hier. Was machen die Menschen im Gefangenenlager? Was machen Brennholz, das von hier aus in alle angrenzenden Städte des Mittelreichs transportiert wird? Alles klar. Gut. Ich will das gar nicht hören. Molliger Sklave. Ja, warum der Sklave wohl mollig ist? Wen haben wir denn da? Wer bist du? Mein Name ist Lars. Ich war einst ein stolzer Krieger aus den hohen Landen von Nordmar. Doch heute vergammle ich hier im Gefangenenlager. Also, du hast einen sehr komischen Namen. Das muss ich schon sagen. Ja, ich lasse dich erstmal weiter sitzen. Da habe ich gerade keine Zeit für. So, was haben wir hier? Was haben wir da? Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Wer ist dein Boss? Wer ist hier der Boss? Ich bin hier der Boss. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Du bist also der Herr dieser Stadt. Nein. Was kann denn so groß passieren? Umbrak ist der Anführer dieser schmierigen kleinen Siedlung. Glaub dir kein Wort. Und ich hoffe, das ist er nicht mehr lange. Aha, warum? Mächtiges Problem. Ich schätze, du wärst gern an Umbraks Stelle. Umbrak ist verweichlicht. Die Moras in der Stadt haben viel zu viel Freiheit. Irgendwann ist auch das vorbei. Wie laufen die Geschäfte? Schlecht. Am Ende werden ihr sie Moras dich dazu sind nicht einsichtig. Aufsässig seid ihr. Richtig, aber trotzdem statt geht das nicht zu weiter. Arbeiten, lasst ihr euch von wilden Tieren zerfleischen. Ich habe damit kein Problem. Ah, ich habe gehört, dass die Orks das auch gerne macht. Was für ein Lager ist das hier? Tja, Idiot! Das siehst du doch! Es ist ein Gefangenenlager! Hier kommt ein Morra wie du hin, wenn er uns Ärger macht. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Umbrak ist scheinbar sehr beliebt. Beliebt? Ich glaube, ich würde ihn heraus. Ich habe das mal eben verschnellert, weil ich genau das gehört habe. Ah, diese Banditen lernen es nie. Volltreffer! Ja, es ist halt. Wirklich helfen kann ich gerade nicht. Weil er halt auch die Orks anvisiert. Nice. Ja. Aus so einer Stadt würde ich auch angreifen. Zu dritt oder so. Ich will Todesstoß. Ich will Erfahrung. Danke. Also jetzt nicht Todesstoß, aber ich wollte die Erfahrung haben. Ja, toll. Mit drei Leuten wollten wir versuchen, das einzunehmen. Ich sag nicht mehr. Ich lasse es einfach so stehen. Mit drei Leuten haben wir es versucht. Du solltest jetzt gehen. Drei Leuten haben es versucht. Tabellen sind ganz schön dumm. Oh, Brennholz. Oh, nochmal Brennholz. Sollten wir sammeln für... ja. Ihr wisst schon. Ihr habt bestimmt zugehört. Ich nicht. Ich bin alt. So. Blip, 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 blip. Ich brauche Ruhe. Ist mir doch egal. So, haben wir hier noch irgendwo Brennholz? Nö. Ich glaube, das war es dann hier an der Stelle. Ja, guck mal, hier ist noch. Ist noch eins. Da haben wir ein Brennholz. Das
bestimmt auch mehr. Zelten ist auch ein bisschen größer als das, was ich gerade sehe. Das Ding will ich auch machen. Guck mal. Darf ich das Brennholz nehmen? Ich soll das Brennholz sammeln. Auch wenn es hier bei dir drin ist, ist das nicht verboten. Das freut mich. Uninteressant. Uninteressant. Die meisten Sklaven arbeiten doch. Ja, aber auch nur, weil ich sie dazu treibe. Naja, so gehört sich das auch. Was hindert dich daran, Umbrak herauszufordern? Dieser elende Schamane Grompel. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn um Rat zu bitten. Man könnte fast sagen, dass Grompel der eigentliche Herr der Stadt ist. Warum sollte ich das tun? Deine Sklaven werden von Tieren zerfleischt? Richtig. Die Idioten fliehen in die Berge und werden dort von Wölfen gefressen. Glück gelaufen. Sklaven fliehen aus deinem Lager. Ja, zum Henker. Ich werde dem Kerl das Fell abziehen, der sie freigelassen hat. Ich werde dir deine Sklaven zurückbringen. Nein, töte sie. Alle fünf. Nur so werden die anderen Sklaven wieder gefügig. Alles klar, kriegen wir hin. Kann ich den einschläfern und seine Truhe öffnen? Frag für einen Freund. Löp, gute Nacht. Unmöglich. Ach komm, ey, ist das denn. Ist das euer fucking Ernst? Nee, ich lade jetzt. Nicht mit mir. Ah, ja, gut. Und? Dafür haben sie dich inhaftiert? Wie bitte? Willkommen im Knast, Bruder. Sehe ich aus wie ein Knastbruder? Dieses Lager sieht gar nicht aus wie ein Knast. Lass dich von den offenen Palisaden nicht täuschen, Bruder. Die Orks beobachten jeden Schritt der Menschen hier. Warum bist du hier? Ich habe versucht, einen Feuerkelch aus der Truhe eines Orks zu stehlen. Bin natürlich dabei erwischt worden. Also halten sie mich hier gefangen. Herr Glück gelogen. Warum flieht ihr nicht? Wohin denn? Die einzige Chance, den Ork-Patrouillen zu entgehen, ist der Norden. Doch in den Wäldern da oben ist es wegen der wilden Tiere viel zu gefährlich. Du lässt dich lieber versklaven, als ein Risiko einzugehen? Unsinn, ich sage nur, dass die Flucht uns nicht weiterbringt. Einige sind schon abgehauen, sind aber nicht weit gekommen. Wir müssen die Orks bekämpfen, Bruder. Ach, das würde ich jetzt so nicht sehen. Erzähl mir mehr über den Feuerkelch. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich bin doch kein Feuermagier. Die Orks haben mir den Kelch abgenommen und Zapotec hatte ihn dann in Verwahrung. Ich habe keine Ahnung, ob er immer noch in Zapotecs Hütte steht. Okay. Brauchen deine Jungs hier noch irgendwas? Seit einige Sklaven geflohen sind, sind die Orks verärgert. Also hungern sie uns aus, um uns dafür zu bestrafen. Gut, am besten du gehst in die Stadt zu Gambal, dem Koch. Er versorgt die Orks mit gebratenem Fleisch. Sag ihm, wir verhungern. Ja. Hat er den Feuerkelch hier einfach rumstehen? Das wollte ich gerade gucken. Tatsächlich. Sieht er mich? Ich habe gespeichert. Ja. Läuft. Hat er auch nicht gesehen. Das finde ich toll. Wie viele Feuerkelche haben wir? 7. Okay. Sind im Besitz als mehr als die Hälfte der Feuerkelche ist bei uns im Besitz. Das ist schön. Das freut mich. Hier ist ein kleiner Friedhof. Direkt am Wasser. Nice. Hey, hallo. So. Wir werden aber Pappel. Nichts zu tun? Normalerweise jage ich oben in den Bergen und häng nicht so unnütz herum. Aber? Warum bist du hier in der Stadt? Ich habe gerade einige unserer Felle beim Lagerwart abgegeben. Eigentlich wollte ich gerade nach Hause, aber irgendwie kann ich mich nicht aufraffen. Was jagst du? Eigentlich alles, was auf unseren Ebenen hier lebt. Dazu muss man zuweilen ganz schön schnell und gelenkig sein. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen.
Dazu müsstest du allerdings mit mir hoch zur Jägerhütte kommen. Zeig kein Problem. Okay. Dann laufen wir mal. Ist das zumindest eine kleine Abwechslung mal als hier in der Stadt. Dip, 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 dip. Aha. Stand auf deinem Kopf. Habe ich den Schokolade? Ja, habe ich. Gut, gut. Mute mal, das ist seine Jagdhütte. Und ich weiß nicht, warum er so faul war, dahin zu laufen. Das ist halt gefühlt mein Weg, um auf Klo zu gehen. Gefühlt zumindest. Nachts, wenn man im kuscheligen Bett liegt. Ihr kennt das. So, Flammenbeere. Hm. Oder das ist eine Hütte. Eins von beiden. Okay. Attacke. So macht man das. Ja. Ich hasse die Biester. Hä? Hä? Bist du. Sag mal bitte nicht, dass du im Boden bist. Alter, leg mir die Füße, Mann. Was ist denn los mit dem Spiel? Ey. Ja, das ist toll. Das freut mich. Weißt du, was ich einfach mache? Was ist denn für ein Name? Lukian? Ich mach das mal ganz frisch. Ich leg mich ins Bett und hoffe, dass er morgen früh dann wieder da ist. Naja. Ist hier irgendwo? Hi. Ist das dein fucking Ernst? Sowas freut einen doch. Sowas freut einen richtig. Aber da war. Da war er doch. Nee, es war ein Hase. Toll. Oder war er weiter hinten? Nope. Da ist er. Gut, vielleicht war er unsichtbar. Ich weiß es nicht. Oder er steckt im Boden, ist gerade rausgeploppt. Gut, dass ich noch nicht geladen habe. So, hier ist die Jagdhütte. Soll ich dir nun etwas über die Jagd hier in den Ebenen beibringen? Oh, mach mal mit. Akrobatik. Mach mich einen unermüdlichen Läufer. Das ist geil. Der Held kann doppelt so lange sprinten. Das finde ich nice. Aber wie viel kostet das? 24? 18? 18. Brauche ich noch ein Level ab. Akrobatik ist halt... Der Held erleidet weniger Fallschaden. Er kann durch einen Sturz nicht sterben. Ja, ob das... In manchen Stellen ist das bestimmt nützlich. Ja, mal gucken. Wie läuft die Jagd? Fast schon zu gut. Wir jagen in dieser Saison mehr, als wir tragen können. Wir haben kaum noch Zeit, unsere erbeuteten Felle nach Silden zu liefern. Oh, alles klar. Ledermauspanzer, Bolzen, Langbogen, Waldläuferbogen. Oh, natürlich ein Eichenbogen, 110. Das ist 160 Jagdgeschick und 110. Ach, sind 6 Level. Wie viel, 10 macht der? Wie viel hat unser? Was aber auch 12.000? Ach, was? Ja, komm. Scheiß doch drauf. Siehst du, mit Elbastato, komm, Samuel, das Schwert, weg damit. Wer braucht das schon? So, boom. Samuel da, einen neuen geilen Bogen. Ein bisschen kann ich hier aber noch bei ihm verkaufen, weil... Den ganzen Schrott hier brauche ich nicht.
Das kann noch weg und das kann die Bolzmauer auch nicht. Das ist meine Waffe, ist sie nicht. Ist abgenutzt. Meine Hellebarde, mein Dingsensbogen. Zack, alles geil. So. Muss ich mir dann nur merken, dass der dann Samuels Schwert hat, falls wir das irgendwann mal in einer Quest brauchen oder so. Ich könnte eure Fälle nach Silden bringen. Das wäre eine gute Sache. Hier stehen 8 Kisten mit abreisefertig verpackten Fällen. Bring sie zur Mühle nach Silden. Boah. Eins, du zwei. Schleichst herum wie ein Dieb. Ei, finde ich schön, dass ich alleine 8 Kisten schleppen darf. Ja. 5, 6, 7. Einer fehlt noch. Glaube ich. Trenner vielleicht? Da habe ich schon 8. Kann natürlich auch sein, dass ich mich verzählt habe. Ich schau mal nach. 7. 7. Wo ist die 8. Kiste? Da. Ah, das haben die mit Absicht gemacht. So, dann haben wir das. Und dann haben wir noch Falk. Die Orks haben das Sagen, mein Freund. Mein Beitrag zu dieser Gemeinschaft ist eher bescheiden. Alles klar. Ja. Wie läuft die Jagd? Sehr gut. Hier oben im Norden findet ein Jäger immer fette Beute. Vor allem Snapper. Die bringen ordentlich Kohle in Silden. Ich kann dir geil etwas über die Jagd bei... ich will Snapper jagen. Gute Idee. Sag mir, wenn du... Arbeitest du für die Orks? Jeder halbwegs vernünftige Mensch tut das. Sich gegen die Orks aufzulehnen, ist reiner Selbstmord. Vernünftige Einstellung. Ja, das ist es. Auch wenn die Orks jetzt die Preise bestimmen. Die Menschen in Silden zahlten damals wesentlich mehr. Tja, blöd gelaufen. Lass uns jagen lass uns gehen. So. Ich speicher mal. Weil wegen Isto, ne? Ich wechsle auch mal ganz fech auf normale Pfeile. Lalala. Ich hoffe, der neue Bogen, der Eichenbogen, den ich mir gekauft habe hier, sieht ein Stück besser aus als den Bogen, den wir gerade haben. Das ist, vom Aussehen her ist das halt voller Billo-Bogen. Okay. Da, aggressive Snapper. Du hast es so gewollt. Toller Jäger. Geiler Jäger. Läuft einfach rein und... Was ist das so gewollt? Dem hast du es gezeigt. Ja. Da! Das war jetzt weniger eine Jagd als... So, das wäre erledigt. Ja, ich weiß nicht. War das alles? Naja, egal. Wenn du noch was über die Jagd wisst... Nice. Bring mir was... Nur... Hehe. So. Zack, dann haben wir das. Dann kann ich auch den hier ausrüsten. Ja, es sieht zumindest ein bisschen besser aus. Das ist nice. So, das heißt aber, ich habe jetzt 6 Lernpunkte. Was mache ich mit diesen 6 Lernpunkten? Okay. Ja, hallo, ich habe das schon geöffnet. So, noch eine Metalltruhe. Sechs Lernpunkte. Ich könnte ein bisschen auf Stärke gehen noch. Akrobatik kostet 10, das andere 18. Ich bin mehr oder weniger kurz von einem Level ab. Na gut, mehr oder weniger. Ich bin von einem Level ab. Ich muss mal einmal den hier machen. Tada! Da! So, dann haben wir das. Es wäre, glaube ich, viel lukrativer,
die Viecher zu jagen als Snapper. Naja, wobei... Hätte vielleicht einen Grund, warum Snapper gefragt sind. So. Wir haben 16 Lernpunkte. Ja, ich weiß es nicht. Weil dieses Ausdauerding, das kostet gar nicht 18, oder? Das kostet 8. Oder 18? Ich gehe da gleich nochmal hoch und gucke. Bin sogar verrückt. Bram. Was weißt du über Silden? Silden wird die Stadt der Jäger genannt. Damals lebten viele Jäger in Silden. Doch als die Orks kamen, mussten wir die Stadt räumen. Jetzt leben nur noch wenige von uns hier draußen in den Bergen. Und was jagst du? Wölfe. Nur Wölfe. Die Biester sind zwar sehr gefährlich, jedoch bringt ihr Fell einen guten Preis. Aha. Kannst... Klar, wenn du schon ein wenig jagen kannst... Lass... Na dann. Mal sehen. Folge mir. Töte Wölfe. Jage die Silberwölfe mit Bram. Okay. Bin ich mal gespannt. Weil man meinte, Wolfsfälle bringen eine Menge Kohle ein. Mal gucken, wie viele Wolfsfälle ich habe. 37. Na gut, jetzt nicht so viel, wie ich dachte, aber... Alter. Der hat eine wirklich schön angenehme Stimme. Wie Gargamel. Ach, kein Wunder, dass meine Ausdauer gerade ein bisschen... Du hast es so gewollt. So. Meine Güte. Ein Mistvieh weniger. Ja, ja. So. Das sind die Wölfe auch schon. Attacke! Überall diese Mistviecher! Wem hast du Ciao. Gezeigt? Ja. Kämpft er mit zwei Schwertern? Nee, sah nur so aus. Alter! Das war... Uiuiui. Kurz mal nicht hingeguckt, Leben weg komplett. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Wir haben ein normales Wolfsfeld, schade. Wäre irgendwie cool, wenn die selber eines Wolfs verletten. Schon wieder eins von diesen Viechern. Jagdgeschick plus eins. Ja, da hätte ich mir tatsächlich ein Jagdgeschick sparen können. Aber wer hätte das an können? Na, das war ja was. Und noch ein Jagdgeschick. Die silbernen Wölfe sind Geschichte. Ja, sehr gut. Du kannst was, Kollege. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Buch der Pfeile. Grundlagen der Pfeilherstellung. Bonustalent. Scharfe Pfeile herstellen. Oh, weißt du was? Gönn ich mir mal. Das gönn ich mir auf jeden Fall mal. So, das heißt, wenn ich das Buch jetzt lese. Ist wahrscheinlich was anderes. Kann ich die jetzt schon herstellen? Nee, kann ich nicht. Nice. Finde ich gut. Alchemitisch. Nice. Ich glaube, das lohnt sich dann, weil scharfe Pfeile, ich weiß jetzt gar nicht, wie stark die sind, aber wie viele Krallen habe ich denn? Ah, genug. Genug. Damit kann man, glaube ich, ein paar Krallen. Pfeile, scharfe Pfeile herstellen. Ja gut, ich merke aber auch gerade, ich überziehe in letzter Zeit die Folgen aber auch echt krass, weil die Zeit einfach verfliegt ohne Ende. Du spielst ein bisschen, machst eine Quest und zack, 30 Minuten um. Das ist geil, deswegen macht es auch gerade mega Spaß, Gothic 3 aufzunehmen. Aber der Nachteil daran ist, das Wochenende geht so schneller vorbei. Weil es halt, ne, gefühlt. Naja. Ich wollte noch mal ganz kurz, ich weiß, wir überziehen, bla bla bla. Ich wollte trotzdem noch mal ganz kurz zu den gerade eben hin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas wollte ich nachgucken. Ich weiß nicht was. Ich weiß nur, dass ich was gucken wollte. Ist toll, oder? Naja,
Zeig mir deine Ware. War das das irgendwas? Ich weiß nicht, ob ich das Rezept noch brauche. Kostet halt nicht viel, ne? Das kann weg. So. Ein bisschen Gold, da hat sich das jetzt ausgeglichen. Aber das wollte ich nicht. Ach so, genau. Mach mich zu einem unermüdlichen Läufer. 18 Lernpunkte. Das ist natürlich doof, dass jetzt 2 Lernpunkte fehlen. Die 2 Lernpunkte, die ich mir hätte sparen können. Weil ich noch 2 Jagdgeschick bekommen habe. Geil. Naja, gut. So ist es halt. Soll es auch so bleiben, ist mir egal. Kriegen ja noch mehr Lernpunkte. Gibt es einfach so viele Sachen. Ich will alles haben. Aha, ich beende aber einfach mal die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann ein paar Quests in Silden weitermachen. So, vielen Dank und bis dann. Ciao.